Sponsor dieser Folge ist Athletic Greens. Athletic Greens ist ein Superfood-Komplex in Pulverform mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und allem, was du brauchst für den Tag. Ich nehme Athletic Greens seit ein paar Wochen und verzichte aufs Frühstück zugunsten eines großen grünen Glases von Athletic Greens. Und mir gefällt's. Eine relativ kleine Menge Athletic Greens Pulver ins Glas, Leitungswasser und ein paar Tropfen konzentriertes Vitamin D und ich starte mit irgendwie mehr Energie in den Tag. Das Ganze kannst du als Abo alle 30 Tage zu dir nach Hause bekommen. Wenn du Lust hast, es auszuprobieren, dann ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt, denn auf athleticgreens.com/optimisten erhältst du jetzt kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs zum Abo dazu. Wenn das mal nicht ein guter Deal ist, das Ganze gibt's auf athleticgreens.com/optimisten. Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und ich bin mit diesem Podcast auf der Suche nach den nächsten Elon Musks, die mit ihren großen Ideen aber noch ganz am Anfang stehen. Heute mit der zweiten Folge meines Gesprächs mit Moritz Kreppel, Gründer des Urban Sports Club und den Rapid Fire Questions. Wenn du Teil 1 meines Gesprächs mit Moritz verpasst hast, dann höre es dir unbedingt zuerst an. Hier ein kleiner Ausschnitt. Ja, hybrides Sportangebot auf jeden Fall. Das passt zum hybriden Arbeiten, ja, Kombination Remote und im Büro. Und dann, ich glaube, ein Aspekt, der mir noch ein bisschen zu kurz kommt häufig in der Diskussion über Covid, ist dann nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die mentale Gesundheit der Menschen. Weil, also ich glaube, das wird immer sehr spannend, auch in den nächsten Jahren zu sehen zu sein, ist, was macht denn Homearbeit? Was macht denn dieses, du bist immer nur in der Wohnung zu Hause, was macht das mit dir im Kopf? Wie immer gilt, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erzähl doch bitte einer weiteren Person in dieser Woche von Digitale Optimisten. Mich erreichst du unter alexander@digitaloptimisten.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Mach's gut. Erste Frage. Würden deine Mitschüler sagen, dass es immer schon klar war, dass du mal ein erfolgreiches Sport-Startup gründen würdest? Ich glaube nicht, nein. Warum? Ist schon sehr spezifisch. Also das hätte ich selbst nicht gedacht, als ich in der Schule war, dass ich ein Sport-Startup gründen werde. Also ganz ehrlich, in der Schule hätte ich eher gedacht, dass ich was Politisches oder Entwicklungszusammenarbeitartiges mache. Okay, aber sportlich warst du schon immer, das höre ich auch raus. Sport habe ich immer gerne gemacht. Also passionierter Hobbysportler, das erfindet man. Okay. Nächste Frage. Wenn du ein Weltklasse-Spitzensportler in einer beliebigen Sportart sein könntest, da kommt ein Genie vorbei und sagt dir, Moritz, du kannst ab morgen ein Weltklasse-Sportler sein und du kannst dir sogar den Sport aussuchen. In welchem Sport würdest du es gerne sein? Oh, schwierig. Mein erster Gedanke war Fußball, weil das habe ich als Jugendlicher am längsten gespielt. Und mit am meisten Fokus. Wobei ich jetzt sagen würde, Surfen, weil das ist der Sport, der mir am meisten Spaß macht gerade. Also irgendwie so eine Kombination aus Fußball und Surfen, würde ich sagen. Fußball und Surfen, ja. Ich habe mir auch überlegt, was ich sagen würde. Ich hatte irgendwann mal gesagt, ich habe erst Tennis gedacht, aber dann habe ich gedacht, okay, ja, kann ich gar nicht so lange spielen, da muss ich irgendwann dann aufhören. Da habe ich überlegt, Golf, das kann ich relativ lange machen, bis ich 60 bin, weißt du, aber okay, ja, die Konjunktion ist Surfen und Fußball, okay, kann ich verstehen. Aber das Problem ist halt, das Problem sowohl bei Surfen als auch bei Tennis als auch bei Golfen ist, du machst es halt alleine, ne? Ja. Das ist schön, Fußball als Mannschaftssport, aber ja. Okay, cool, verstehe. Stell mal vor, du könntest dir eine Botschaft an dein 18-jähriges Ich senden. Was würdest du dem Moritz von 18 Jahren sagen? Vertrauen zu haben, dass alles wird. Und zwar, also was ich damit meine ist, wenn ich mir meinen Lebenslauf rückwärts anschaue, sehe ich eine sehr klare rote Linie. Ja, das ist so irgendwo zwischen Politik und Wirtschaft, irgendwo, wo man was verändern kann. Aber es war jetzt nicht so das klassische, ich habe irgendwie Medizin studiert und bin dann Arzt geworden. Es war eher so, im Rückblick war die rote Linie da. Währenddessen war es nicht immer so da. Und da einfach noch mehr Urvertrauen haben, dass es alles schon Sinn ergibt, was man macht.
Ja, das ist so ein Ratschlag, den hört man oft, ja. Es ist immer interessant, weil das kommt immer von, weil es lief ja gut, ja. Ich finde es ein ganz interessant. Das höre ich ganz oft, auf die Frage. Und irgendwie, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, es ist ein guter Rat, ja, wenn man eine gute Bildung hat und ist, wie man ist, und dann sollte man auch Vertrauen haben. Ja, weißt du, ich hab alles gemacht, von Praktikas in Afrika über Entwicklungszusammenarbeit, wirklich in Brunnenbauprojekten zu arbeiten, über Beratung, über ein Praktikum bei der Bundesbank gemacht, für ein paar Wochen. Also Bandbreite, ich glaube, sehr viel breiter ist schwierig, aber daran zu glauben, dass es schon irgendwie alles einen Sinn ergibt, das hilft auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Nächste Frage, was stellst du eigentlich mit deinem ersparten Geld an? Also teilweise investiere ich in andere Startups, in junge Startups, gerne in Sachen, die ähnlich sind zu Urban Sports, also auch Plattformen oder Sportbereich. Das ist wahrscheinlich so das meiste, was ich bisher mit Ersparten gemacht habe, tatsächlich. Ja. Okay, Angel Investing, ist das auch eine Sache? Weil die nächste Frage ist, kann ich eigentlich direkt anschließen, aber beamen wir uns mal nach vorne. Du hast Urban Sports Club entweder an die Börse gebracht, verkauft oder was auch immer. Was machst du am ersten Tag nach der Party? Angel Investing? Ich glaube, klischeehaft würde ich erstmal hoffentlich ein paar Monate frei nehmen können und noch ein bisschen reisen können. Also wirklich Pause zu machen. Und dann ein bisschen die Frage. Ich glaube schon, dass ich wieder was gründen möchte. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich nochmal in einem Landgrab-Markt etwas gründen möchte, weil das einfach sehr stressig ist. Ne? Das macht sehr viel Spaß, aber es ist auch sehr stressig. Also dann wahrscheinlich eher in einem eher so Social-Impact-Bereich, Social-Impact-Startups in dem Bereich was zu machen. Und die Politik ist keine Option, ja? Dass du dann sagst, hey, jetzt gehe ich nochmal zurück zu meinen Wurzeln und jetzt will ich Parlamentarier in Brüssel werden. Schwierig vorstellbar, sehr schwierig vorstellbar. Aus den Bürokratiepunkten, die ich erwähnt habe. Ja, das muss echt frustrierend sein, vor allem wenn man aus so einer Hochgeschwindigkeitswelt wie du kommst. Nächste Frage, empfindest du es eigentlich als schwierig, was du machst? Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es nicht schwierig in der Hinsicht davon, dass es mich extrem motiviert, das, was ich mache. Also es ist nicht so, dass mir irgendwie Tage lang sind oder dass ich Schwierigkeiten habe, morgens aus dem Bett zu kommen oder in der Richtung, sondern das ist mein Leben, was ich hier mache. Also ich liebe das komplett. Also in der Hinsicht ist es das Einfachste überhaupt. Und gleichzeitig sehr schwierig, weil es immer neue Themen sind. Ja, wir hatten es vorhin mit der Entwicklung von der eigenen Rolle. Das ist ein konstantes Lernen. Und wenn man konstant am Lernen ist, ist es auch anstrengend. Insofern gleichzeitig sehr einfach und sehr schwer. Okay, verstehe ich. Nachvollziehbar. Wir sind down to the last three, also nur noch drei Fragen. Die nächste ist, welches Buch müssen unsere Hörer lesen? Tatsächlich aus meiner Sicht Why We Sleep, Matthew Walker. Das große Buch ich weiß nicht genau, wie es im Deutschen heißt, aber Why We Sleep. Buch darüber, den Einfluss, den Schlafen auf uns hat. Und andersherum auch, den massiv negativen Einfluss, den fehlender Schlaf auf Menschen hat. Ich glaube, das ist gerade in der Unternehmerwelt, aber auch Beraterwelt ganz genauso, ist das gerne übersehen, wie wichtig Schlaf ist. Das heißt, wann gehst du ins Bett abends? Ja, leider nicht ganz so früh, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Wahrscheinlich so um Mitternacht rum meistens. Okay. Ja, Mitternacht ein bisschen später, aber zwischen Mitternacht und eins möchte ich eigentlich im Bett sein. Ja, okay. Ja, das ist witzig. Meine Frau liest genau das Buch gerade. Da muss ich es mir auch mal schnappen empfehlenswert. Vorletzte Frage. Würdest du Peloton-Aktien kaufen? Also ich hätte sie gerne vom Jahr gekauft. ich glaube, es hätte jeder gerne gekauft. Ich glaube schon. Also tatsächlich, ich habe jetzt bisher noch nicht gemacht, aber ich glaube, es ist grundsätzlich eine Aktie, die sinnvoll ist als Investment.
Und die letzte Frage, die ich jedem meiner Gäste hier im Podcast stelle, ist: Was ist der beste Ratschlag, den du persönlich je bekommen hast? Ich glaube, es von unserem Hauptinvestor, der immer wieder drauf rumreitet, wie wichtig Recruiting ist. Seit Anfang an, immer das Hauptwort, was er erzählt. Und Recruiting nicht allgemein, sondern Recruiting von sehr senioren Leuten. Also Leute, die besser sind als man selbst. Und das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, das ist dann auch das eigene Ego nicht, das ist nicht so einfach. Aber wirklich Leute einzustellen, die besser sind als man selbst, das ist das Beste, was wir machen. Super, Moritz. Mensch, das war wirklich ein Wirbelwind von einem Gespräch. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben zurückgeblickt auf dein Heritage aus der Politikwissenschaft, deine ersten Schritte in der Beratung, wie es losging mit dem Urban Sports Club, aus diesen ersten Momenten der Unsicherheit, wo die Welt noch gefühlt voller Nebel war und man gar nicht ahnen konnte, dass du am Ende mal mit 400 Menschen durch so eine Pandemie gehen würdest, ja, dass das Teil dieser Reise sein würde. Ich fand es ganz beeindruckend von dir zu hören, wie du die Hebel in Bewegung gesetzt hast, als dieser Meteorit dann eingeschlagen ist. Auch den Solidarity Fund, wie du damit umgegangen bist, auch das Ökosystem auch zu unterstützen, finde ich persönlich sehr super beeindruckend. Und besonders hat mich interessiert, wie du die Zukunft der Fitness siehst. Also ich kann mich nur ganz herzlich bedanken, Moritz, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Teil von Digital Optimisten bist. Und ich wünsche dir weiterhin so viel Erfolg, wie ihr das aktuell habt. Noch so viel Gespür, ja, auch diese immer noch schwierigen Zeiten zu navigieren. Vielen Dank fürs Gespräch, Alex. Hat viel Spaß gemacht. Gerne wieder.